ストラーレンテレクス、放射線テレクスですが、ストラーレンテレクスには、胎児や新生児の異常が見つかったということが報じられています。汚染の強いところでは早産や死産が増えているのです。 Innerhalb der letzten drei Jahren sind bereits 74 Fälle bei Kindern von Schilddrüsenkrebs gefunden worden. In der neuesten Ausgabe von Strahlentelex ist über Abnormalitäten bei Fötus und Neugeborenen berichtet. Dort, wo die Versorgung stärker ist, sind immer mehr Totgeburten und Frühgeburten zu beobachten.ではどうしたらいいのでしょうか。何よりも予防です。予防には2つあります。1つは、二次予防です。二次予防は早く病気を見つけることですね。病気を早く見つけて命を助けることです。一次予防は放射性物質をこれ以上体の中に取り込まないようにすることです。この2つを同時に進める必要があります。Was kann man dagegen tun? Prävention ist das Wichtigste. Und die Krankheitsprävention lässt sich in zwei Kategorien aufteilen, nämlich Primärprävention und Sekundärprävention. Sekundärprävention setzt beim Frühstadium einer Krankheit an, um das Leben zu retten. In der Primärprävention geht es aber darum, möglichst wenig radioaktive Materialien zu sich zu nehmen. Und diese zwei Präventionen sollten gleichzeitig vorgenommen werden.大切なのは一次予防です。チェルノブイリ原発事故の後、チェルノブイリ事故の 現地に入って5年以上も優しい手術、この傷がの目立たない優しい手術を教えた杉谷明さん、今の松本市長です。この方が福島の小学生や中学生を松本に招いて、そして勉強できるようにする、汚染の少ない松本で勉強できるようにする計画を進めています。内部被曝から子どもを守るために、食べ物の安全基準値を厳しく定めなければなりません。それから食べ物と土の検査を丹念に行うことがとても大事です。Die Primärprävention ist dabei sehr, sehr wichtig. Dr. Akira Sugeno, der nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl über 5 Jahre vor Ort jungen Ärzten einfache Operationstechniken beibrachte, ist jetzt Oberbürgermeister von der Stadt Matsumoto. Er plädiert für ein Leben auf längere Zeit in Matsumoto und lässt Kinder und Schüler aus den verseuchten Gebieten in Matsumoto in die Schule gehen. Es ist auch sehr wichtig,die Grenzwerte für Radioaktivität in Nahrungsmitteln streng festzusetzen und sowohl Nahrungsmittel als auch Boden sorgfältig zu untersuchen.